Schönen guten Morgen vom Börklehof in Hinterzarten im Hochschwarzwald. Heute ein Video über Erziehung. Tipps für junge Eltern und auch für Ältere. Ich bin selber nicht professionell, aber leidenschaftlich Vater und habe drei Kinder, 6, 8 und 10 Jahre alt. Ein Mädchen ist dabei in der Mitte. Und ja, ich wollte gerne meine Erkenntnisse teilen, die ich durch diese Erfahrung gewonnen habe und auch durch mein Studium ein bisschen. Ich bin Lehrer, habe ein bisschen Pädagogik studiert und ein bisschen Psychologie und konnte da Theorie und Praxis ein bisschen miteinander abgleichen und denke da jetzt ein bisschen anders drüber als vorher noch, wo ich noch nicht selber Vater war. Und ich habe da mal so einen Spruch gehört, ja, man ist immer der beste Vater, man ist so lange der beste Vater, bis man dann selber Vater ist. Ne? Man hat da immer, also ich habe da immer so ein Ideal gehabt, auch als Lehrer habe ich immer große Ideale gehabt und habe dann gemerkt, dass man das in der Praxis nicht so umsetzen kann, wie man das gerne möchte, oder ich zumindest. Aber ich glaube, das gilt auch für die anderen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, so ein bisschen so ein Gleichnis, ne, was ich jetzt gerne erzählen möchte, das wäre, am Anfang habe ich immer gedacht, ich kann meine Kinder ein bisschen so formen mit all diesen Idealen, die ich habe, all diesen Vorstellungen, wie ich aus denen einen guten Menschen mache. Und ich habe mir das so vorgestellt wie ein bisschen so ein Töpfer. Und ich habe da so eine Masse aus Lehm vor mir und dann kann ich das so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Also natürlich nicht materiell, sondern eher geistig und psychologisch. Ne? Und aber so mit der Zeit habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so ist, ne? Dass ich da viel, viel weniger Einfluss drauf habe, als ich gedacht habe und dass das Kind schon mit einer ganz großen Grundlage eigentlich mitkommt oder also mit einer Veranlagung, die viel, 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 viel wichtiger ist, als ich das dachte und was auch die Forschung bestätigt, da werde ich gleich noch sagen dazu. Und dass ich eigentlich gar nicht ein Töpfer bin, ne, sondern vielmehr ein Gärtner. Und ich denke, das passt ziemlich gut und ich werde euch erklären, warum. Ich bin ein Gärtner und kriege einen Samen in die Hand, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Ich weiß nicht, ob das ein Kirschbaum ist oder ein Pflaumenbaum oder eine Rose oder was auch immer. Und ich pflanze das ein und versuche dann an einem Ort, ja gut, da habe ich vielleicht gar nicht so viel Auswahl drauf, aber ich versuche diesem Samen dann die bestmöglichsten Bedingungen zu geben, die er braucht, um zu wachsen und um sich zu entfalten. Aber ich weiß ja halt noch gar nicht, was für ein, wie oft ich den gießen muss und wie viel Sonnenlicht er braucht und was für eine Nährstoffkombination, ne? Also und was für eine Pflege. Und ich muss das halt immer wieder durch Beobachtung herausfinden, wie wächst er am besten und was braucht er. Und ich kann jetzt auch nicht, ich kann mir nicht sagen, ich will unbedingt einen Pflaumenbaum, weil ich Pflaumen so gerne mag und weil Pflaumen vielleicht auch gut für die Welt wären. Und kann dann jetzt im Lexikon gucken, was braucht ein Pflaumenbaum für Bedingungen, wie muss ein Pflaumenbaum aussehen. Und diese Bedingungen gebe ich dann diesem Samen und dann darauf hoffen, dass das ein Pflaumenbaum wird. Oder hoffen, davon ausgehen, dass das ein Pflaumenbaum wird, wenn ich alles das erfülle, was ein Pflaumenbaum braucht, dann wird aus meinem Samen kein Pflaumenbaum. Und auch nicht, wenn ich dann eine Schere nehme und den so zurechtschneide, dass er aussieht wie ein Pflaumenbaum. Ne? Dann wird es eher dann halt ein schlechter Kirschbaum. Ein armer, vertrockneter oder verkrüppelter Kirschbaum oder eine Rose oder was auch immer. Ne? Ja, also da habe ich keinen Einfluss drauf, was ich da für einen Samen in der Hand habe. Und ich kann, das Einzige, was ich machen kann, ist nochmal beobachten, was braucht meine Pflanze für Bedingungen und was kann ich ihr geben, dass sie zur vollen Entfaltung, zur vollstmöglichen Entfaltung kommt. Ja? Und das versuche ich. Und ich würde das allen Eltern und allen Lehrern auch und was auch immer, allen Erziehern, allen Mentoren, würde ich empfehlen, das auch so zu machen.
Und nur noch mal kurz eine kleine Sache aus der Forschung, die das bestätigt. Das ist schon ganz, ganz lange her. Im Biologieunterricht habe ich das damals gelernt. Also da war ich 18, naja, vor über 20 Jahren. Aber ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die sich immer noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Die Zwillingsforschung ist aus der Verhaltensbiologie oder aus der Genetik halt auch, ne? Es sind ja zwei Menschen, die genau das gleiche Erbgut haben. Und da hat man eigentlich bewiesen, wie viel Veranlagung wir mitbringen, ob das nur erblich ist oder seelisch oder Charakter, ne? Wie auch immer. Aber hier ist es halt erblich, was vielleicht auch durch die Seele bestimmt wird, ne? Aber gut, ist ein anderes Thema. Vor damals, ich glaube in 50er Jahren oder so, da konnte man in den USA Zwillinge getrennt adoptieren und das wurde dann auch gemacht, ziemlich viele. Inzwischen macht man das nicht mehr, sondern die werden nur noch zusammen adoptiert. Und ja, dann hat man die in so Langzeitstudien, hat man dann die später wieder aufgesucht und hat geschaut, ups, was ist aus denen geworden? Ja? Und dabei hat man festgestellt, ganz, ganz verrückte Dinge, also Leute mit dem gleichen Erbgut, Zwillinge, die sich nicht gekannt haben ihr ganzes Leben lang und die so viele Gemeinsamkeiten aufgewiesen haben und so komische Dinge wie zum Beispiel, dass die beiden nur rückwärts ins Meer reingehen konnten oder Fotos haben die von zwei alten Männern gezeigt von ihren Häusern mit einem Baum davor und einer runden Bank drumherum und mit dem gleichen Hund also alles irgendwie total gleich, so komische Sachen, wo man eigentlich immer gedacht hätte, das ist Erziehung und Konditionierung. Und wo man dann festgestellt hat, dass Zwillinge, die getrennt aufwachsen, sich letzten Endes ähnlicher sind in ihrem Verhalten als Zwillinge, die zusammen aufgewachsen sind. Und das war eigentlich ja, ziemlich verblüffend und auch für mich. Und bin ja nur kein Experte, ne? Aber auch die Experten waren verblüfft. Und sie erklären sich das so, dass Zwillinge, die zusammen aufwachsen, oder Zwillinge, die getrennt aufwachsen, können sich relativ frei entwickeln und ihre Veranlagung ausdrücken. Und Zwillinge, die zusammen aufwachsen, die haben ein gewisses Bedürfnis, sich dann zu individualisieren und sich abzutrennen. Und deswegen müssen die sich halt gegenseitig unterscheiden voneinander. Und deswegen machen sie auch manchmal ein paar Sachen, die, ja, also einfach nur, um sich abzutrennen von dem anderen und um ein eigenes Individuum zu sein, ne? Und um nicht total gleich zu sein. So. Wie das nun mit den Pflanzen zusammenpasst, muss ich mir noch überlegen. Da bin ich gerade erst drauf gekommen. Ne? Okay, aber ja, vielleicht, wenn zwei Bäume zusammenwachsen nebeneinander, ne, dann können die sich ja auch nicht so entfalten, wie wenn einer jetzt mitten im Feld alleine wächst. Ne? Dann hat er halt seine typische Wuchsform von einer Kastanie oder so, ne? Haben so eine typische Wuchsform oder auch eine Fichte oder was auch immer. Aber wenn die nebeneinander zusammenwachsen, dann haben sie halt einen Teil, wo sie halt kein Licht haben oder was auch immer. Okay, also das war's für heute dazu. Und dann ganz, ganz liebe Grüße aus dem kalten Schwarzwald mitten im August. Relativ kalt, ne? Aber ja. Okay, also ciao.